Wir hatten die Idee, dass man mit der Technik das alles ziemlich viel möglich und wir haben das nicht gefunden, so eine App zu machen. Die Idee war, dass man mehrere Mobiltelefone, also Handys, so verbindet, dass die Musik lauter wiedergegeben werden kann, weil man oft eine Musikbox vergessen hat, wenn man irgendwo draußen ist und laut Musik hören will. Und dann ein Handy alleine ist dann ziemlich leise. Und da haben wir uns überlegt, dass wir mehrere Handys gleichzeitig die Musik abspielen lassen, dass das lauter wird und man mehr hören kann und mehr Spaß am Zusammenleben hat. Genau. Da gab es auch sehr viele Probleme bei der Umsetzung, gerade mit dem Timing auch. Und ja, zu den Problemen erzählt er jetzt noch was. Genau, wie gesagt, das größte Problem ist die Synchronisation. Die Musik muss natürlich genau im gleichen Moment gestartet werden auf allen Handys, damit das ja nicht sich überlagert und scheiße klingt. Wir haben erst daran gedacht, das mit WLAN oder Bluetooth zu synchronisieren, ein Signal zu senden. Wobei aber das Problem ist, dass es halt eine Verzögerung gibt, die sich nicht einfach berechnen lässt und dadurch schwer zu planen ist. Und sind dann darauf gekommen, das mit einem akustischen Signal, also wir haben wirklich einen Ton, der von den anderen Geräten aufgenommen wird und das Startsignal vorgibt, wie Anzählen vor einem Lied. Genau, weiter zur Umsetzung. Ja, ich war für die iOS-App zuständig. Die ist in nativem Swift geschrieben. Dadurch sind sehr viele native Sachen, die in iOS möglich sind, verfügbar. Unter anderem auch Unit- und UI-Tests, womit man das Entwickeln verbessern kann und Fehler generell ausschließen kann. Ja, ich habe dazu dann die Android-App geschrieben. Den Großteil davon, vor allem das Backend, das Frontend wurde noch von dem Rest der Gruppe gemacht. Und habe da vor allem noch eine zusätzliche Klasse hinzufügen müssen, die TazoDSB-Library, die für das Auslesen von Mikrofonen verantwortlich ist. Das heißt, damit konnte ich ja auch sagen, diese Frequenz wird gerade vom Mikrofon aufgenommen. Ja. Und konnte damit dann halt auch die gleichen Effekte hervorführen. Ja, jetzt wollen wir gerade eine Live-Demo präsentieren, aber ich weiß gar nicht, ob das hier gerade funktioniert, weil der Bildschirm ist ja auch aus. Also. Könnten wir die Smartphones nochmal sehen? Ah. Wir sind zwar schon bei 2015 und machen ganz viel Kram mit Technik, aber die Batterie ist trotzdem manchmal alle. So, ich hoffe, es geht gleich los mit der Musik. Ja? Also ich fürchte ja, die Party zerstreut sich in alle Winde, wenn es jedes Mal so lange dauert, bis die Geräte synchronisiert werden. Vielleicht noch eine kurze Frage, die muss auf jedem Handy der Song vorhanden sein? Ah. Immerhin ist man gut beschäftigt, wenn man diese Software für sich hat. Ich versuche mal näher ranzugehen. Vielleicht kommt ihr alle mit. Geht's jetzt los? Ja, funktioniert. Also, wie man sieht, einmal ist das ein Android-Phone und hier sind zwei Geräte mit iOS. Die Plattform sieht auf allen drei Geräten gleich aus und jetzt sieht man, wie das Signal gesendet wird. Drei Töne, nicht hörbar. Sehr schön. Dann wie gesagt, vielen Dank. Und nochmal zum Schluss die Frage, wie gesagt, muss jedes Handy das Lied selber haben oder wird die Musik auch irgendwie übertragen? Also zum aktuellen Zeitpunkt muss jedes Handy noch das Lied selber haben. Aber und für Zukunft sehen wir das so, dass wir eine Datenbank erschaffen mit Creative Commons Music, die dann auch für jedes Handy frei zugänglich ist. Und so wollen wir halt eine breitere Musikauswahl für unsere User erschaffen. Alles klar. Vielen Dank.